Letzter PC made in Germany habe ich hier gekauft und da bin ich mal gespannt, ob hier noch ein bisschen deutsche Industriegeschichte drin zu finden ist. Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video habe ich mal einen PC gekauft, den habe ich auf eBay gefunden für kleines Geld und bin hier mal gespannt, ob der funktioniert. Kurz getestet stand dabei. Und das ist eine interessante Artikelbeschreibung. Und das ist, denke ich mal, einer der letzten PCs, die wirklich auch so in Deutschland hergestellt wurden, von einem Unternehmen in Deutschland gegründet. Und was eben auch hier im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen tatsächlich PCs produziert hat. Der Verkäufer hat dazu geschrieben, nur kurz getestet, scheint zu funktionieren und ich hoffe es auch mal. Verpackt ist es so mittelgut, also hier diese kleinen Styroporstreifen, die dämmen jetzt nicht wirklich. Also wenn da der Paketdienst das Paket fallen lässt, dann ist da mit Sicherheit einiges kaputt innen drin. Wie man hier schon sieht, vorne steht es drauf, das ist ein Maxdata-PC hier neben an der Seite, haben bestimmt einige auch schon gesehen, da steht es auch drauf. Kennen bestimmt viele überhaupt nicht diese Marke Maxdata, die haben PCs produziert für Gewerbe, für Industrie und weniger für Privat. Einige kennen den PC vielleicht von Privat und was auch sehr bekannt ist, das sind die Belinair-Monitore, die waren auch von denen. Der PC, der ist schon mal super schwer und das spricht schon mal für die Qualität. Also den kann man gerade noch so hier hochnehmen und bin ich mal gespannt, was da drin ist und ob der funktioniert. Maxdata, die wurden 1987 gegründet und die gab es ungefähr 20 Jahre. Ist ja schon mal eine enorme Zeit bei PCs in der IT-Technik. Und aus dieser Zeit ungefähr kommt auch der PC. Hier hinten ist ein Windows XP-Aufkleber drauf. Also wenn ihr irgendwo einen Maxdata-PC habt, einen Maxdata-PC findet und da sollte definitiv kein Windows 7 Aufkleber drauf sein oder irgendwas späteres. Also maximal Windows XP, so wie das hier ist. Und die Qualität bis jetzt kann wirklich überzeugen. Es ist wirklich super schwer und auch super schön verarbeitet. Das sind wirklich so die Details, die so einen Rechner ausmachen oder auch natürlich ein Notebook oder jedes andere technische Produkt. Hier zum Beispiel hier diese Füße, die sind dran geschraubt und hier unten ist so Moosgummi drum. Da verkratzt auch nicht die Oberfläche vom Schreibtisch, wenn man so ein PC zum Beispiel irgendwo in einem Büro auf den Schreibtisch stellt. Und ich war ganz überrascht hier. Normalerweise verkratzen die ganzen PCs, die ich hier oben drauf habe, immer die Oberfläche. Der hier tut's nicht. Ich habe den Rechner jetzt mal ein bisschen sauber gemacht mit Fensterreiniger, mit Silikonentferner hier vorne, das Kunststoff sauber gemacht. Funktioniert hier sehr gut und das ist wirklich hier eine super Qualität von dem Gehäuse. Findet man heute auch so gut wie kaum noch. Das sieht vielleicht im Video nicht so aus, aber der ist richtig stabil, der ist richtig gut verarbeitet. Ganz genaue Kanten, geringe Spaltmaße und hier auch mega stabiles Blech. Aufgemacht habe ich ihn noch nicht. Das mache ich gleich mal und zeige ich mal, was hier drin ist und ob er funktioniert. Und die Firma Maxdata, die hat ja auch die Produktion von Phobis gekauft, Ende der 90er, als Phobis pleite gegangen ist. Aber diese Qualität hier ist deutlich besser. Das hier ist zum Vergleich mein Rechner von der Firma Phobis. Hier die Marke ist Highscreen. Da ist ein Pferd zu sehen. Das haben die Arbeitspferd genannt. Den Rechner, den habe ich mal irgendwo für 10 Euro bei eBay Kleinanzeigen hier in der Gegend gekriegt. Ich habe ihn noch gar nicht aufgemacht, muss ich auch mal machen. Aber wenn man sich das jetzt hier anschaut, sieht man schon, dass es eine ganz andere Qualität ist. Alles super dünnes Blech hier und hier drüben richtig stabil. Der wackelt hier rum und der steht hier, ja, wie man das eben bei Industrie und Gewerbe eben auch so braucht. Mal gucken, wie der innen so aussieht. Und so sieht das Ganze von hinten aus. Das waren eben Office-PCs. Also ein Gaming-PC von Maxdata habe ich noch nie gesehen. Wenn ihr so einen haben solltet, dann einfach in die Kommentare schreiben. Das wäre mit Sicherheit interessant. Und da sieht man auch hier diese klassische Office-Struktur. Da hat es hier die entsprechenden Schnittstellen. Tastatur, Maus, richtig langweilig. Und eine eigene Grafikkarte hat er nicht. Und was hier jetzt fehlt, das ist mit Sicherheit die Netzwerkkarte. Richtig geniales Gehäuse. Das hat hier oben noch mal so zwei Griffe, kann man hier so hochklappen und dann kann man die Seitenwand einfach hier wegnehmen, kann man so rausziehen und dann hat man die an so einem Griff, kann auch nicht runterfallen und so sieht der von der anderen Seite aus und da sieht man jetzt, was hier drin ist.
So sieht das Ganze hier aus. Und was mir als erstes ins Auge gefallen ist, das ist das Netzteil. Das sind diese schrecklichen Link-World-Netzteile, die es früher mal gab. Und die waren wirklich billig. Das passt irgendwie jetzt hier gar nicht so ins Gesamtbild rein. Und die sind gerne kaputt gegangen und haben dann auch noch gleichzeitig hier das Mainboard mitgerissen und die anderen Komponenten durch eben eine saftige Überspannung, die hier dann anlag. Da lagen dann eben nicht 12 Volt an oder 5 Volt, sondern wahrscheinlich 100 Volt auf den einzelnen Komponenten und da war alles kaputt. Und bevor ich das einschalte, teste ich das vorher mal durch. Bei den Lüftern hatten die auch noch mal eine Besonderheit. Da war man in der Lage, den Lüfter ums Eck zu montieren. So sieht das aus. Da kommt hier dann der Lüfter rein, da wird das hier rausgebrochen und dann kann das Gehäuse hier hinten drüber entlüftet werden. Das Netzteil mal ausbauen und da sieht man schon hinten an dieser Konstruktion, dass dieser Ein- und Ausschalter irgendwie nachträglich geplant wurde, nachträglich hier reingesetzt wurde. Und diese Gehäuseformen oder vielleicht auch die Netzteile, das waren wahrscheinlich früher mal AT-Netzteile und irgendwann kam dann der ATX-Formfaktor und ich glaube, da ist dieses Netzteil noch über von. Ich habe das Netzteil mal angeschlossen an den Prüfer, habe es noch nicht eingeschaltet. Hier hinten habe ich es eingeschaltet und ich schalte es jetzt an der Stromsteckdose ein. Also diese merkwürdigen Netzteile, die fasse ich auch nicht an. Und bewundernswert, dass der Vorbesitzer das getan hat. Und ich gucke mal, was hier rauskommt. Also wenn ihr so ein Netzteil habt wie dieses, dann tut's raus, dann entsorgt das. Da sieht man hier, die Spannungen sind nicht stabil. Hinten bei 3,3 Volt, da hüpft es dauernd. 3,2, 3,3, das ist nicht normal. 3,4 mal eben links bei den plus 5 Volt auch. Da sieht man hier 5,2, 5,1, 4,9. Also wenn ihr so ein Netzteil habt, direkt entsorgen, auf keinen Fall mehr irgendwo anschließen. Und das Netzteil, das kommt auch weg. Mal schauen, wie das innen drin aussieht. Die Schrauben habe ich schon abgeschraubt. Und so viel Staub, wie da bis jetzt rausgefallen ist, den meisten habe ich weggesaugt. So viel Staub findet man, denke ich mal, nur im Originalnetzteil. Und das Netzteil wird da mit Sicherheit die ganze Zeit schon drin gewesen sein. Sieht von innen aber erstmal unauffällig aus. Viel erkennen kann man da aber auch nicht, wenn man da reinschaut. Die meisten Kondensatoren, die sind hier oben verklebt mit irgend so einer weißen Klebepaste, Klebemasse. Da weiß man gar nicht, in welchem Zustand die sind, ob die aufgeplatzt sind oder nicht, vielleicht nach unten aufgeplatzt. Man sieht auch gar nichts hier drin. Also das ist alles hier reingequetscht. Das ist auch super schwer, dieses Netzteil. Und hier oben hat es noch mindestens einen Trafo, aber das kommt definitiv auf den Schrott. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der Rest hier von dem Rechner so kann und ob der damals sein Geld wert war. Und das ist auch kein Mainboard von der Stange zum Beispiel. Wer genauer hinschaut, der sieht schon da eine erste Auffälligkeit. Wirklich sehr ungewöhnlich, sehr ungewöhnliches Mainboard. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich hatte ja schon mal ein Video gemacht mit einem ähnlichen Rechner, der ist hier drüben zu sehen. Und das ist ein Fujitsu Siemens PC. Unterschied ist natürlich zwischen Maxdata und Fujitsu Siemens. Fujitsu Siemens ist natürlich ein Zusammenschluss gewesen aus einem deutschen oder europäischen Hersteller und dann einem asiatischen Hersteller. Und das hier ist wirklich ein rein deutscher Hersteller aus Nordrhein-Westfalen. Das Beste an dem Rechner, das finde ich, war zumindest bis jetzt das Gehäuse gewesen, wirklich mega solide und das war sein Geld schon wert. Und wenn man sich das Mainboard mal anguckt, da weiß ich jetzt nicht so genau, was ich davon halten soll. Und wer genauer hinschaut, der wird feststellen, dass hier der AGP-Port fehlt oder PCI-Express-Port, was da normalerweise hätte sein müssen. Ist ein Asus-Mainboard da? Unten ist es dann hier zu sehen, steht dann Asus drauf. Bin ich mal gespannt, ob das ein frei verkäuflicher Typ war oder ob die das speziell für Maxdata hergestellt haben. Die CMOS-Batterie, die ist praktisch leer, 1,31 Volt und ich schätze mal, das wird auch noch die Originalbatterie gewesen sein. Ich mache mal eine neue rein. Da kommt erstmal ein anderes Netzteil rein, nämlich mal so ein einfaches. Das ist natürlich jetzt auch kein Gaming-Netzteil oder so und hat aber wenigstens die richtige Gehäusefarbe und für so ein PC reicht das schon. Das Mainboard, das ist wirklich sehr mysteriös. Das ist eben von Asus dazu gekauft und das ist ja eigentlich nichts anderes als ein OEM-PC. Ein bisschen mehr hätte ich da jetzt schon erwartet von einem deutschen Hersteller, der eben sich an Industrie und Gewerbe wendet. Und ich habe mal ein bisschen geguckt nach dem Mainboard im Internet, aber habe nichts Vergleichbares gefunden. Steht auch erstmal jetzt keine Modellnummer drauf. Mal gucken, ob man das beim Einschalten ablesen kann. Netzteil habe ich eingeschaltet. Hier unten leuchtet es grün, da sieht schon mal gut aus. Und mal hier vorne einschalten. Piepen tut es schon mal. Und der Verkäufer,
Der hatte auch einen Screenshot gepostet bei eBay und da war der Post-Screen zu sehen, ziemlich unscharf, aber auf jeden Fall war er da. Das BIOS, das ist wirklich sehr übersichtlich und da kann man hier die Geschwindigkeit einstellen, muss die sogar per Hand einstellen. Und das ist wirklich eine doofe Sache gewesen, wenn man eben nur mal nicht weiß, was da jetzt für ein Prozessor dahinter ist, muss man eigentlich den Kühler abmachen, um den Prozessor zu identifizieren, dass man das richtig einstellen kann. Und mal schauen, was es hier noch so alles gibt. RAM-Einstellungen, die sind okay. Und hier unten noch den Hardware-Monitor und 30 Grad, das ist auch wirklich okay. Der Lüfter, der klappert ganz schön, den muss man auf jeden Fall sauber machen und mal neu ölen. Hier gibt es noch einen interessanten Punkt, die I/O-Device Configuration. Und da kann ich zum Beispiel hier, was die Floppy betrifft, einstellen, dass man mit der Floppy lesen und schreiben kann oder dass man nur lesen kann. Das war eben wirklich wichtig gewesen bei vielen Firmen, die ja Angst hatten, dass Daten kopiert wurden von Firmenrechner oder mitgenommen wurden. Und da kann man hier die Floppy zwar benutzen zum Lesen von Daten, die der Mitarbeiter kriegt, aber der konnte da selber keine Daten draufschreiben und aus dem Netzwerk sozusagen rauskopieren, zumindest in der Zeit, wo die Cloud noch nicht allgegenwärtig war. Ich habe den Rechner neu gestartet und habe mal auf Pause gedrückt beim Post-Screen und da kommt hier raus, Intel Celeron 1700 MHz könnte durchaus stimmen, weiß man jetzt hier so nicht. Kann ich nur mal gucken auf dem Aufkleber hinten drauf. Und das Mainboard scheint hier ein Asus zu sein, ein P4S DR-VM VMP 1008-2 steht hier. Da habe ich das Mainboard dann bei Asus gefunden auf der Webseite und so sieht das aus. Das ist das Handbuch zu dem Asus Mainboard. Das ist ein ganz normales OEM-Mainboard, mit Sicherheit kein besonders beliebtes gewesen, ohne eben den aufgelöteten AGP-Port. Da ist er eigentlich, nur der Port fehlt, den haben die nicht aufgelötet. Und hier steht auch dann die Bezeichnung, die steht dummerweise unter dem Kühler drunter und das ist ja der Halter für den Kühler, das ist ja Sockel 478, hätten sie auch nebendran schreiben können. Aber da hat eben die Firma Maxdata tatsächlich einfach nur ein ganz normales OEM-Mainboard genommen, was eigentlich jeder andere auch so bekommen hätte für seinen Rechner, wenn er den sich selber zusammenbaut. Wirklich überzeugend ist die Qualität irgendwie nicht von dem, was die da verbaut haben, als eben qualifizierter Hersteller. Das Laufwerk, was hier drin ist, das ist kaputt und da kann man natürlich sagen, oh, das ist ja schon alt, aber ja, entsprechend wenig benutzt ist das meistens ja auch. Meistens wurden solche optischen Laufwerke nur benutzt, um Betriebssystem zu installieren, vielleicht noch mal ein, zwei CDs hinterher. Aber das ist ja auch nicht irgendwie privat genutzt worden, wo irgendwelche Spiele installiert wurden oder so. Laufwerk ist kaputt. Ich glaube, der Verkäufer, der wusste das vielleicht auch schon. Und ich habe hier oben mal ein anderes Laufwerk angeschlossen und da kann man jetzt vom booten. Das RAM, das funktioniert auf jeden Fall. Ich habe mal hier oben von der CD gebootet. Memtest, das hat geklappt, schon einmal durchgelaufen. Also Mainboard und RAM, das ist scheinbar okay. Ich mache mal das Betriebssystem drauf, was da auch mit der Auslieferung drauf war. Das ist Windows XP Professional und hier unten habe ich schon eine SSD reingemacht und guck mal, ob das funktioniert. Sollte man ja meinen. Mal schauen, wie es funktioniert. Bis jetzt ist es schon mal erschreckend langsam. Und ich hatte vorhin mal versucht, Windows 7 zu booten von der CD. Das hat aber überhaupt nicht geklappt. Was die Preise betrifft, das darf man aber nicht unterschätzen, was das Gerät hier mal gekostet hat. Die Firma Maxdata, die hatte damals noch einen Magic PC angeboten. Das ist das gleiche Modell als Big Tower. Sieht genauso aus von vorne mit diesem charakteristischen Einschaltknopf, so ein bisschen in Tropfenform. Und da war drin ein Pentium 4, 1,4 GHz, eine 40 GB Festplatte, 128 MB RAM. Sogar der hat schon 256. Dann war da noch drin ein DVD-ROM. Hier ist es ja nur ein CD-ROM. Und in dem Big Tower war noch eine Nvidia drin, TNT 2, 32 MB Tastatur und Maus. Und das Ganze hat tatsächlich damals 4.699 D-Mark gekostet. Und das war schon richtig billig. Der hier wird mit Sicherheit billiger gewesen sein. Da ist ja nur in Anführungszeichen ein Celeron drin, aber dafür auch Windows XP Professional. Und RAM hat der doppelt so viel, also 256 MB. Und diese Rechner, die hat man auch gern in Schulen gefunden. Und ich denke mal, dass sowas hier um die 2000 D-Mark gekostet hat. Vielleicht 2500 D-Mark dürfte der gekostet haben. So, fertig installiert. Und was soll man sagen? Es funktioniert wirklich sehr gut. Zumindest erstmal das Mainboard von Asus. Und danke auch an den Fabian aus Braunschweig für die IBM-Mäuse, für diese Original-IBM-Mäuse. Die funktionieren auch, habe ich sauber gemacht und habe die hier getestet. Funktioniert. Und da ist jetzt Windows XP Professional drauf, genauso wie es ausgeliefert wurde.
Und alle wichtigen Programme bei Windows XP hier, die laufen auch noch. Die Firma Max Data, die hatte ja so um 2007 1000 Angestellte gehabt. Und die PCs, die die gebaut haben hier, wie man an diesem Beispiel sieht, das sind scheinbar eben reine OEM-PCs gewesen. Also super ist wirklich das Gehäuse. Und ich habe da 29 € für bezahlt für das Gerät. Und das ist das Gehäuse auf jeden Fall schon mal wert, weil das ist hier richtig stabil. Also wenn ihr euch heute einen neuen PC bauen wollt, einen Sleeper-PC in einem alten Gehäuse, dann kann man das hier wirklich nehmen. Diese Gehäuse sind deutlich besser als die neuen Gehäuse, die neuen Billiggehäuse, die man heute so bekommt. Blende ich hier oben ein Video ein, hatte ich ja mal einen Rechner zusammengebaut in so einem kleinen schwarzen neuen Gehäuse. Das musste ich erstmal selber zusammennieten, weil der Hersteller die Niete teilweise vergessen hat. Und das ist ein einziges Gewackel gewesen. Das hier ist super stabil, da passiert nichts. Und die reinen Komponenten innen drin, das ist einfach irgendwo so ein OEM-PC, wie man den damals auch an jeder Schrauberecke kaufen konnte, in jedem Laden in der Straße. Und da sind eben diese Standardbauteile drinnen, Asus Mainboard, ein Prozessor, noch nicht mal der Originalkühler ist drauf und hier einfach so ein LG CD-ROM-Laufwerk, also eigentlich nichts Besonderes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem einfach einen Daumen hoch, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr irgendwie noch was über dieses Gerät wisst, über diesen Max Data PC, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare reinposten, was der gekostet hat, wo man da weitere Dokumentationen oder Handbücher zu findet. Ich habe nichts mehr gefunden und ich hoffe mal, dass man jetzt hier so gesehen hat, was es ungefähr so vor 20 Jahren im Jahr 2002, 2003, da ist der PC ungefähr her, von deutschen Herstellern gegeben hat, die noch hier in Deutschland oder in Europa generell mal produziert haben. Und das ist eigentlich ein ganz guter Querschnitt. Wie gesagt, letztlich gesehen, natürlich ist es tatsächlich nur ein OEM-PC. Die hatten ja noch Server produziert. Ich hoffe mal, dass die Server ein bisschen besser waren und ein bisschen besseres Mainboard hatten. Schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr die ganzen Links zu verschiedenen gezeigten Sachen und auch den Link zur Seite tooltime.de und zur Seite tooltimepedia. Tooltime.de seht ihr hier, da gibt es über 370 Anleitungen, wie man seinen Rechner schneller macht, wie man einen eigenen PC baut, wie man sein Notebook repariert, wie man seinen Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Auf der Seite Tooltimepedia, da findet ihr Dutzende verschiedene Hardware-Komponenten, da findet ihr Software, Betriebssysteme, Spiele, die Zuschauer geschickt haben. Und da seht ihr auch, was die können, aus welchen Jahrzehnten die sind, was die damals gekostet haben. Die ganzen Links findet ihr unten in der YouTube-Beschreibung und auch in den Kommentaren. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.